Herzlich willkommen, Freunde, hier zu diesem neuen FIFA 18 Video und heute haben wir einen weiteren FIFA Talk zu FIFA 18 am Start. Das heißt, wir werden heute wieder über aktuelle Themen rund um FIFA 18 reden. Heute habe ich genau drei Themen wieder mitgebracht und falls ihr das einfach öfter sehen wollt, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lässt. Und dann starten wir einfach mal direkt mit dem ersten Punkt. Und zwar sehen wir hier einen Grafikvergleich von FIFA 18 zu FIFA 17, beziehungsweise von FIFA 17 zu FIFA 18. Und zwar haben wir hier den Mourinho am Start und das linke dürfte FIFA 18 sein, das rechte dürfte FIFA 17 sein. Ich sage das jetzt extra so, weil man sich dann nie ganz sicher sein kann, ob das auch wirklich das eine, ob das wirklich FIFA 17 ist und ob das andere wirklich FIFA 18 ist. Es könnte aber gut so sein und ich könnte es mir auch gut vorstellen. Und zwar, ja, sieht man hier einfach einen guten Grafikvergleich. Die rechte Seite ist natürlich auch ein bisschen schlechter beleuchtet, muss man auch ganz klar sagen. Aber wenn FIFA 18 auf der linken Seite wirklich so aussieht, dann wäre das schon extrem cool. Wie gesagt, man kann sich da nicht sicher sein, ob das wirklich stimmt alles. Aber das ist auf jeden Fall der erste Punkt, ein kleiner Grafikvergleich. Okay, wir kommen zum zweiten Punkt und das ist ein neuer Trick von Cristiano Ronaldo. Und zwar ist er hier auch schon confirmed, das heißt, er ist bestätigt und der wird wahrscheinlich Ronaldo Spin heißen. Ja, da ist man sich auch noch nicht ganz sicher, aber den hat man auf jeden Fall auch im Trailer gesehen und da blende ich euch jetzt natürlich hier auch den Trick ein. Ich finde den Trick ganz interessant, ist halt einfach ein neuer Trick, ja, müsste glaube ich 5 Sterne, müsste ein 5 Sterne Skill sein dann im Endeffekt, also nicht 4 Sterne, sondern müsste 5 Sterne sein. Cristiano Ronaldo hat ja selber auch 5 Sterne Skills und das ist auf jeden Fall ein neuer Trick, der in FIFA 18 dabei sein wird. Finde ich auf jeden Fall cool, dass da wieder was Neues dabei ist. In FIFA 17 ist ja zum Beispiel der Bolassi Flick dazugekommen und jetzt eben auch hier der Ronaldo Spin. Okay, wir kommen zum letzten Punkt schon. Und das ist Gameplay zu FIFA 18 und zwar wurde das irgendwie mit dem Handy gemacht oder ich weiß es nicht ganz genau, wieso das Format so komisch ist. Auf jeden Fall ist das hier ein kleines Flanken-Video zu FIFA 18. Das ist jetzt auch nicht offiziell von FIFA 18, aber es dürfte anscheinend geleakt sein. Und ja, da sieht man auf jeden Fall einige neue Flankenoptionen und grundsätzlich geht es ja einfach darum, dass Flanken jetzt overpowerter sein sollen im Spiel. Ja, die sollen besser sein, die sollen mehr Tore bringen und so, also das soll wirklich noch vermehrt auf Flanken gehen, FIFA 18. Und da sieht man eben jetzt ein kleines, ja, Tutorial fast schon, einfach auch ein kleines, ja, Infovideo dazu, dass da jetzt eben neue Laufwege dabei sind, neue Flankenoptionen, sage ich mal, dass man auch so gelupfte Flanken reinbringen kann oder ganz scharf an die zweite Stange sozusagen. Und ja, das ist auf jeden Fall was Neues, dass das Crossing, also das Flankengeben, auch optimiert wurde und auch verändert wurde. Okay, Freunde, das war es jetzt auch schon mit dem heutigen FIFA Talk zu FIFA 18. Falls es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und dann würde ich eigentlich auch schon sagen, wir sehen uns im nächsten Video und ciao!